Am 5. Jahrestag der Befreiung Spaniens vom bolschewistischen Joch fand eine große Parade in Madrid statt. Auf der Avenida del Generalissimo nahm der Caudillo den Vorbeimarsch der drei Wehrmachtteile und der Falange-Miliz ab. In Uppsala fand in Anwesenheit der schwedischen Königsfamilie eine Gedenkfeier zum 100. Todestag König Karls des 14., des Stammvaters des schwedischen Königshauses Bernadotte statt. Die Studentenschaft mit ihren Landsmannschaftsfahnen. Am Balkon der Universität, in der zahlreiche Mitglieder des Hauses Bernadotte studiert haben, grüßt König Gustav die Bevölkerung. Besichtigungsfahrt des Poglavnik durch die vom Bandenterror gesäuberten Gebiete Kroatiens. Freudig begrüßt die Bevölkerung ihren Staatsführer. Nach ihrem beispielhaften Einsatz im Raum von Tscherkassy kehrte die SS-Sturmbrigade Wallonien unter Führung ihres Kommandeurs, Ritterkreuzträger SS-Sturmbannführer Leon de Grael, in die Heimat zurück. Verleihung von Auszeichnungen auf dem Rathausplatz in Charleroi. De Grael und SS-Obergruppenführer Sepp Dietrich schreiten die Front der angetretenen Formationen ab. Einzug der SS-Sturmbrigade Wallonien in Brüssel. Begeistert empfängt die Bevölkerung Leon de Grael und seine im Kampf für die Freiheit Europas bewährten Männer. In einer belgischen Gymnastikschule für Kinder.
Unter Leitung erfahrener Lehrer betreiben schon die Kleinen ein vorbildliches Körpertraining. In Prag wurde von den Schülern eines Gymnasiums die Kinderoper Die Burschen von Krika aufgeführt. Der niederländischen Jugend wird Gelegenheit zur Ausbildung in der Flugzeugmontage gegeben. In einer Schule für Flugzeugtechnik erhalten die jungen Niederländer eine gründliche theoretische und praktische Ausbildung. In einer Zeche des Ruhrgebietes unterzieht sich der Nachwuchs für den Bergbau den Prüfungen des Kriegsberufswettkampfes der deutschen Jugend. Im Laboratorium. Beim Stollenbau im Schacht. Hier zeigen die Jungen vor sachverständigen Augen, was sie bei ihren Lehrmeistern gelernt haben. Die Arbeiten werden geprüft. Die Jungen erhalten ihre Urkunden. Tausend Mann starten zum Geländelauf der deutschen Wehrmacht über 7500 Meter. Durch Sumpf und Wasser dem Ziele zu. Der Sieger, Konrad vom Luftwaffensportverein Stralsund. Im Zirkus Palladium von Bukarest fand ein Dreiländerkampf im Boxen zwischen rumänischen, slowakischen und kroatischen Mannschaften statt. In der Gesamtwertung belegten die rumänischen Teilnehmer den ersten Platz. Musik
Vor 35.000 Zuschauern fand in Paris das Endspiel um die französische Rugby-Meisterschaft 1944 zwischen Aviron Bayonne, der siegreichen Mannschaft von 1943, und USA Perpignan statt. Perpignan, dunkler Trikot. Nach hartem Kampf siegt Perpignan mit 20 zu 5. Über 100 Fahrer sind zu den bedeutendsten Straßenrennen Belgiens, der Tour de Flandre, gestartet. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 45 Kilometern geht es über die Straßen. Kurz vor dem Ziel gibt es einen schweren Sturz, der den Spitzenfahrer Klaas aus dem Rennen wirft. Van Steenbergen gewinnt die Tour de Flandre 1944. Bilddokumente vom Kampf deutscher Soldaten im Raum von Cassino. Das wurde von den Amerikanern und Engländern vernichtet. Felder vor Cassino. Schwerer Artilleriebeschuss auf die deutschen Stellungen geht einem Vorstoß der Feindpanzer voraus. Brechen gegen die Bergstraße vor. Deutsche Fallschirmjäger und eine in der Nähe liegende Flakbatterie bekämpfen sie. Fallschirmjäger gehen vor, um die anderen Panzer im Nahkampf zu erledigen. Berichter der Fallschirmtruppe hat sich mit einigen Kameraden einem der schweren Feindpanzer bis auf wenige Meter genähert. Der vorderste Panzer ist schon von der Flak gestoppt. Zwei, die von Fallschirmjägern im Nahkampf erledigt wurden. Weitere durch Volltreffer vernichtete Panzer. Erneuter schwerer Artilleriebeschuss zwingt die Fallschirmjäger, volle Deckung zu nehmen. Durch Schießen von Nebelgranaten wollen die Angloamerikaner ihren restlichen Panzern den Rückweg ermöglichen. Der mit dem Panzerdurchbruch verbundene Infanterievorstoß wird im Feuer der deutschen Maschinengewehre abgewiesen.
Die am 16. März in Kowel eingeschlossene deutsche Besatzung wurde nach 21-tägigem Kampf durch das Zusammenwirken aller Waffen befreit. Verbände der Luftwaffe versorgten während dieser Zeit die Eingeschlossenen mit allem Notwendigen. Versorgungsbomben werden unter den Flächen aufgehängt. Auf dem Flug nach Kowel. Über der Stadt. Die Versorgungsbomben fallen. Diesmal sind Granaten mitgekommen. In der Stadt Kowel. Zahlreiche Eisenbahner kämpften tapfer in der Front der eingeschlossenen Truppen. Schützenlöcher in den Bahnanlagen. Ein Panzerzug wird mit eingesetzt. Unter schwierigsten Wetterbedingungen haben sich inzwischen Panzer und Panzergrenadiere mit Unterstützung von Verbänden der Waffen-SS an die eingeschlossene Stadt herangekämpft, mit dem Ziel, den Ring zu sprengen. Feindliche Tiefflieger. Schlachtflugzeuge tragen immer wieder zur Entlastung der Eingeschlossenen bei. Ein Verband von U-87 im Sturzangriff auf die Feindstellungen um Kowel. Oberstleutnant Hoffmann, der Führer der Entsatzaktion, bei einer Besprechung kurz vor Erreichung des Einschließungsringes. In schweren Kämpfen bahnen deutsche Panzer den Grenadieren und SS-Männern den Weg zur Befreiung der Kameraden. Grenze von Kowel ist erreicht. Gefecht in der Vorstadt. Panzer und Grenadiere kämpfen die Straßen frei. Am 5. April ist die Vereinigung gelungen.
im Innern der Stadt Kowel begrüßt SS-Gruppenführer Generalleutnant Gille, der Verteidiger der Stadt, Oberstleutnant Hoffmann, der den Entsatz durchführte.